Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Silent Hill 2. Und genau, liebe Leute, wir waren beim letzten Mal hier in der Stadt tatsächlich unterwegs, zusammen mit Maria, nach wie vor. Und wir müssen jetzt hier irgendwas in dieser Bowlingbahn machen. Okay, da bin ich jetzt mal gespannt, was wir denn hier machen können. Können wir hier rein? Nein, aber es kommt eine Oh, Katze wait. indirekt. I hate bowling. I didn't come here to play, you know. Hurry back, okay? Ich liebe Bowling. Nur mal so. Gut. Das scheint ein kleines Gebiet zu sein. Ja, sehr schön. Ein Moment. So, da bin ich wieder. Ja, ich habe noch einen kleinen Aufnahmetest gemacht. Das muss eigentlich gut sein. So, hier liegen Bowlingbälle auf dem Boden, aber die interessieren uns nicht. Ist jetzt die Frage, was kommt, wenn wir hier weitergehen? Noch eine Tür. Das heißt, wir gehen erstmal hier vorne. Oh! Andy, dir geht's besser. So, what'd you do? Robbery? Murder? Nah, nothing like that. Ha! You're just a gutless fatso. What'd you have to say that for? I thought you said the cops were after you. No, I just ran because I was scared. I don't know what the cops are doing. But if you did something bad, why don't you just say you were sorry? I guess I run away a lot too. It's no good. They wouldn't listen. Nobody will ever forgive me. Gib mal ein Stück ab. The lady you're looking for? What's her name? Mary? Gib mal ein Stück ab von der Pizza. Ich liebe Pizza. So, Eddie. Na Mensch, wo bist du denn? Hä? Wir haben sie noch nicht gefunden. Aber hier muss doch irgendwas sein. Einfach ein Raum, wo gar nichts ist? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, wir haben wieder Eddie und das kleine Mädchen gesehen. Das kleine Mädchen ist ziemlich vorlaut. So, hier ist einfach nichts drin. Okay. So, dann. Das sieht doch gut aus. So, dann sind wir. Ja. Alles klar. Hi, Eddie. Genießt du deine Pizza alleine? After her. Huh? Laura? But why? Laura. Is that her name? That's what she said. This town is full of monsters. How can you sit there and eat pizza? She said she was fine by herself. She said a fatso like me would just slow her down. Forget you. Ach, Eddie. So ein kleines Mädchen lässt man tatsächlich nicht in der Stadt hier alleine rumlaufen, wo überall Monster rumrennen. Jetzt komm mit. Komm mit und hol sie. Who is that girl anyhow? I don't know. All I know is her name. I swear. Ja, danke. Okay. Bowlingball? Wollen wir da irgendwas? Kann man hier rein? Ja, ich wusste, dass da hinten was liegt. Schaut mal, da liegt doch Munition da. Munition auf einer Bowlingbahn, auch interessant. Geile Mucke hier. Wir direkt mal ein bisschen storymäßig ein bisschen weiter. Gut, das ist also Laura. Und auf dem Weg draußen ist Maria. Die müssten sich eigentlich über den Weg laufen. So. Na gut. Ach. Das war's schon in der Bowlingbahn. Okay. Ja gut. Dann Maria. Da ist sie. Did a little girl run out of here? Yeah, she was too fast for me. Aren't you gonna go after her?
Ja, die Frage ist jetzt, wohin, Leute? Wohin bitte? Du bist jetzt ein kleines Mädchen suchen. Das kleine Mädchen. Okay, können wir nochmal rein? Können wir nochmal zu Eddie? Ich will, dass er mitkommt. Ich will irgendwie, dass er mitkommt hier. Die chillige Mucke läuft hier immer noch im Hintergrund, ey. So. So, Eddie, kommst du nicht mit? Nee, du willst einfach da weiter deine Pizza essen. Okay, ja, gibst dir auch kein Stück ab, du bist ein kleines... bisschen asozial, wa? Nee, Quatsch. Lassen wir ihn einfach. Gut, wir müssen das kleine Mädchen suchen, Laura. Kommst du mit? Sie kommt wieder mit, okay. Das heißt, das kleine Mädchen ist uns weggerannt. Ach Gott. Ja, jetzt können wir wieder die ganze Stadt hier durchsuchen nach dem kleinen Mädchen. Das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß, Leute. Das sag ich euch. Alleine hier durch den Nebel stapfen ist als kleines Mädchen eigentlich nie eine gute Idee. Vielleicht muss man ja jetzt hier hin und irgendwas machen. Da kommt doch was, okay. Ha. Das ist das. Is there any other way? Yeah, there is. Right through there. Okay, ich wollte gerade sagen, das ist verdammt eng hier. Ja. Ja. James, you can't make it through there. Das glaube ich auch, liebe Maria. Ich wusste, dass diese Stelle wichtig wird. No good. It's locked. Hm. Ah ja. Sie hat also einen Schlüssel. Okay. Wie sie sich bewegt, auch noch so aufreizend hier. Ja, danke schön. Das heißt, wir kommen hier rein. Oh, was ist das denn? Ups. Da ist irgendwas aufgeploppt. Okay, wir haben wieder eine ziemlich chillige Mucke hier. Eine leere Dose. Spüle. Ein Pappkarton. Das ist alles nutzlos für mich. Ja, okay. Meine Katze dreht gerade am Rad. So, Heaven's Night. Okay. Das Schloss ist wohl kaputt. Ich kann sie nicht öffnen. Ja, Maria, kannst du sie nicht öffnen? Nein. Okay. Treppe hoch. Das sieht ja wieder sehr finster hier aus, ne? Na, die Katze dreht wieder am Rad. Ups, was? Alkohol. Sonst geht... Oh, verdammt, da habe ich gerade... Da habe ich gerade eben was überlesen. Ich gehe nochmal raus und nochmal rein. Das möchte ich gerne lesen. Ich gehe nochmal raus und wieder rein. Dann können wir ja die... Mensch, Katze! So, dann können wir ja die hier... Ach, jetzt ist die schöne Musik wieder weg. Nee. Ja, gut. Ich hätte gerne hier das gelesen. Alkohol, sonst gibt's nichts Interessantes. Ja, toll. Verdammt. Das Schloss ist wohl kaputt, ich kann sie nicht öffnen. Ein Stapel Pappkartons. Sieht nicht so aus, als gäbe es hier irgendetwas Nützliches. Ah, verdammt, diesen Sockelzipfel habe ich eben aus Versehen weggedrückt. Der Karton ist leer. Da kommt man rein. Kiss. Okay. Ah, da ist sie wieder. Sehr schön. Eine ganz normale Bühne. Nichts daran ist seltsam. Okay, wir haben hier eine Bar. Ach, wir sind hier in so einem... In einem Bordell, oder was ist das hier? Paradise. Ja, okay. Heaven's Night. Ja, okay. Dann macht der Titel auch einen Sinn. Nacht des Himmels. auf jeden Fall ein Erste-Hilfe-Kasten da auf dem Stuhl. Zwei Stück sogar. So, können wir da irgendwie...
Ein ganz normaler Tisch, nichts Ungewöhnliches dran. Okay, wir sind in einem Bordell. Das ist natürlich... Da hinten wollen wir nicht hin. Da ist auch nur ein Schrank. Okay. Alles... Hier geht's komischerweise wieder raus. Nein, das mache ich erstmal noch nicht. Da drin war noch eine Tür. Geile Musik hier, echt. Die mag ich. So. Das ist kaputt. Sonst gibt's hier nichts, ne? Ist alles kaputt. Okay, dann waren wir schon richtig. Sorry, Maria. Aber ich glaube, du nimmst gar nicht so viel Schaden durch meine Waffe. So, dann gehen wir mal hier wieder raus aus dem Puff hier. Oh mein Gott. Okay, warum? Maria ist drin geblieben. Ah ne, sie ist hier. Oh, was haben wir hier? Eine Sicht von oben? Gefällt mir nicht. Okay, wir sind wieder... Wir sind wieder raus. Okay. Wir sind wieder draußen angekommen. Ja, super. Die Frage ist... Wo müssen wir hin? Hier ist zu. Okay. Das, schränkt die Möglichkeiten schon mal ein. Und zwar in die Richtung. Okay, wo sind wir denn jetzt hier genau? Ach, einfach die Straße runter. Okay, die Coral Street. Ja, sehr interessant gemacht auch, ne? Auch mit dem Nebel und alles. So, was liegt denn da drauf? Achso, nee, das ist nur ein Blinker. Kann man hier rein? Zufällig? Irgendwas muss doch... Oha, ist ein Riesentruck. Ich würde den ganz gerne mal von der anderen Seite untersuchen, aber da kommt man nicht hin. Verdammt! Ist hier noch irgendwas? No trespassing. Da steht da, Vendors und Visitors must register at main office. Okay. Ich glaube, da ist aber keiner bei main office. Hier mit dem LKW ist tatsächlich nichts. Okay. Hier ist aber ein Gebäude. Permit parking only. Okay. Ach, da ist sie doch, die Kleine. Over there. Ja, ich habe sie gesehen. Oh Mann. So, das habt ihr jetzt nicht gesehen. Ich war kurz zwischengespeichert. Weil ich glaube, dass wir hier... Guckt mal. Was steht da? Brookhaven Hospital. Ach nein, es geht wieder in ein Krankenhaus. Ja, ganz toll. Es geht wieder in ein Krankenhaus. Yep. Aber geil, okay. Brookhaven Hospital. Ich habe eine Karte des... Okay, Freunde, wir sind im Krankenhaus angekommen. Das gefällt mir wieder gar nicht hier. Was? Da hängt... Was auf schwarzem Brett, aber es ist nichts weiter Interessantes. Mein Gott, du findest nichts interessant. Mensch, James. So, wo fängt man am besten an? Ich glaube, wir haben hier nur zwei Stockwerke, oder? Boah, nee. Nee, definitiv nicht. Guck euch das mal an. Wir haben wieder einiges zu tun. Okay, Reception. Also sowieso ein Speicherpunkt. Dann mache ich hier so. Hier im Schrank ist hier irgendwas. Maria ist nach wie vor bei uns. Hier ist nichts Interessantes. Was ist das hier? Was war das? Ach, egal. Ah, drüben wird wieder Fernsehen geschaut. Verschiedene Notizen hängen hier, aber es gibt nichts, was für mich wirklich interessant wäre. Wirklich nicht? Im ersten Teil war... Ach, Maria, jetzt geh doch mal bitte aus dem Weg. Ich hau dir die ganze Zeit die Stange ins Gesicht, ne? Ich bin ein toller Gentleman, sorry dafür. Verschiedene Arten von Papieren und Dokumenten. Aber es gibt nichts, was für mich interessant wäre. Meine Güte! Jemand hat etwas darauf geschrieben. Das Potenzial für diese Krankheit gibt es in allen Personen und kann jeden Mann oder jede Frau unter den richtigen Voraussetzungen, genauso wie ihn,
auf die andere Seite treiben. Die andere Seite ist vielleicht nicht die beste Bezeichnung. Es gibt schließlich keine Wand zwischen hier und dort. Sie liegt in dem Bereich, in dem sich Wirklichkeit und Unwirklichkeit überschneiden. Ein Ort, der sowohl nahe als auch weit entfernt ist. Ja, das kennen wir aus dem ersten Teil. Diese Traumwelt. Manche sagen, dass es gar keine Krankheit sei. Ich kann ihnen nicht zustimmen. Ich bin ein Arzt, kein Philosoph oder Psychiater. Aber manchmal muss ich mir diese Frage stellen. Es stimmt, dass seine Vorstellungen für uns nichts weiter sind als die Erfindungen eines unruhigen Geistes. Aber für ihn gibt es einfach keine andere Realität. Darüber hinaus ist er doch glücklicher. Wer denn? Also warum, frage ich mich, warum müssen wir ihn im Namen des Heilens schmerzhaft in die Welt unserer eigenen Wirklichkeit ziehen? Etwas anderes wurde mit der Hand geschrieben. Joseph hat mir den Schlüssel gegeben. Es ist wohl der Schlüssel zu dieser Kiste. Ja, wir haben was aufgesammelt. Schlüssel purpurroter Bulle. Ein Bulle wurde in purpurrot darauf gezeichnet. Er lag auf dem Schreibtisch im Archiv. Okay. Interessant auf jeden Fall. Kombinieren? Ah, okay. Man muss da mit diesem Schlüssel irgendwas machen dann am Ende. Okay, vielen Dank. Ach, mich Maria, du stehst sehr auf dem Weg, du. Es tut mir leid. So, okay, da waren wir jetzt drin. Das heißt, wir gehen jetzt hier geradeaus in den Director's Room. Und gehen dann von... im Uhrzeigersinn. Okay, die ist kaputt. Die ist auch kaputt. Was ist das? Kaputt. Abgeschlossen. Eieiei, es geht ja wieder gut los. Das geht ja wieder gut los. Kaputt. Ach. Ein Aufzug. Auch kaputt. Na, ganz toll. Cafeteria, ist die wenigstens offen? Auch kaputt. Kaputt. Ja, das ist ja ein tolles Krankenhaus. Wo man nirgendwo rein kann, ne? Tolles Krankenhaus, wirklich. Kaputt. Super. Ein Aufzug, geht der? Ne, der geht wahrscheinlich... Ich drücke auf die Knöpfe, aber der Aufzug will sich nicht. Ja, kein Strom. James, kein Strom. Schloss ist kaputt. Eieiei, hier kann man ja gar nichts machen. Ach, warte mal, in die Küche kann man vielleicht... Vielleicht kann man in die Küche... Hinten links? Hier? Ah, nee, das ist... okay, da kann man nichts machen. Gut. Ja, toll. Das heißt... Müssen wieder hier raus. Und mal hier hin. Gucken, ob wir hier irgendwo reinkommen. Ab. Was war das? Was sollen jetzt diese Geräusche hier? Okay, das Treppenhaus. Nee, da möchte ich erstmal nicht rein. Gehen wir mal zu dem ins Besucherzimmer. Ich hoffe ja. Kaputt. Kaputt. Eieieiei. Okay. Was heißt, wir müssen jetzt in das Treppenhaus? Oh mein Gott. Wir können direkt die Etage wechseln. Ja, super. Frage ist, gehen wir erstmal runter? Ich würde sagen, ja. Wir haben auch wieder einen Boilerraum. Aber da ist wieder zu. Alles zu hier. Ja, ich kann mir vorstellen, was hier passieren wird. Dass wir wieder auf die andere Seite springen. Ne, wie ist... Alter Schwede! Wow! Wow! Neue Gegner! Hilfe, Hilfe, Hilfe. Okay, Pistole nehmen. Und draufschießen. Holy shit! Das sind ja neue krasse... Ah! Au! Lass Maria in Ruhe! Neue... Die Krankenschwester-Zombies. Die kennt man. Da schieße ich jetzt tatsächlich mit der Pistole drauf, weil die haben eine... sehr starke Waffe. So. Oh, ja.
Krankenschwester-Zombies. Man kennt sie. Shit. Okay. Da wir Maria dabei haben, muss ich tatsächlich mit der Pistole rumlaufen. Ich weiß nicht, wie viel sie aushält. Ja, toll, ne? Da haben wir sie wieder. Okay. Hier kommt man jetzt sogar rein und wir haben Muni gefunden. Sehr gut. Die Frage ist, möchte ich hier schon rein? Ich möchte eigentlich erstmal hier weiterschauen. Ach, jetzt gehen sie wieder hier mit der Mucke ab. Nicht öffnen, kaputt. Die geht auf. Was hängt denn da Hübsches? Die Umkleidekabine. Lässt sich nicht. Ach, sehe ich da schon wieder. Da ist etwas in der Tasche des weißen Laborkittels. Ah, ein Schlüssel zum Untersuchungszimmer. Was liegt hier noch? Da ist ein weißer Laborkittel nicht weiter interessant. Okay, Maria, du bist hübsch, aber ich muss hier weiter die Sachen untersuchen. Verdammt hübsch das Bild da. Ja. Leicht bekleidet. So, ist jetzt die Frage. Hier kommt man auch rein. Aha. Ein Teddy. Ow. What's wrong? I just pricked myself. Are you okay? Yeah. Ich habe die verbogene Nadel. Was zur Hölle? Nur ein normales Plüschtier. Ich hätte das gedacht. Oh mein Gott. Doch, hier gab es was definitiv. Was ist eine Schrotflinte? Maximal 6 Schuss. Schwer zu handhaben, aber mehrere Gegner können gleichzeitig verletzt werden. Ja, das ist mega geil. Dankeschön. Hier ist eine Tüte, da ist nichts drin. Gehst du mal bitte auf Seite, der Schrank lässt sich nicht öffnen. Ja, geil, Freunde, wir haben die Pumpgun. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Okay. Jetzt haben wir diesen Flügel erstmal fertig erkundet. Stopp mit der Musik. Gehen wir hier rein. Kaputt. Jetzt kommt wieder diese hämmernde Musik hier. Ah, ich hasse es. Wow! Okay, okay, okay. Okay, wenn die auf dem Boden liegen, ist klar, dann hau ich mit dem Stock drauf, ne? Wenn Maria weit genug weg ist, dann macht man das. So, die tauchen auch auf einmal auf der vor unserer Fresse auf, ey. Sonst geht hier nichts. Okay. Heißt dann, dass wir ja vorne hier durch die Tür müssen und weiter erkunden. So, das hier ist ja sehr Untersuchungszimmer. Hilfekasten. Hier hängt schon überall diese braune Soße. Hier gibt's nichts Interessantes. Ja. Was zur... Was sind denn da für Farben auf diesem... Verstreute Papiere. Ganz normales weißes Papier. Eine Schreibmaschine. Damit kann ich nichts anfangen. Moment mal, was ist das? Es ist noch ein Blatt Kohlepapier in die Schreibmaschine eingespannt. Ich kann die darauf hinterlassenen Eindrücke lesen. Okay, Resident Evil Style jetzt gerade hier mit der Schreibmaschine. Sehr geil. Aha. Ich kenne sie. Ich kenne die Nummer der Kiste. 9319. Sie kann ihm nicht mehr helfen. Der Knopfschlüssel macht mir keine Angst. Was? Also kann keiner etwas daran ändern. Wer ich bin, ich weiß nicht, wer ich bin. Wer ich bin, wer ich bin, wer ich... Okay.
9319, okay, und pünktlich dazu klingelt meine Uhr, okay. Gut, liebe Freunde, dann würde ich sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen, dass ihr jetzt gerne weiter den Kanal. Und ja, bis hier weiter geht's wieder beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.